Und wir sind zurück in der ASR Think Fast Razor League Gruppenphase im Spiel 2 zwischen Genuine Dota und Tiny Team. Das erste Spiel war ein 50 Minuten Farmfest und Base Race Ding mit rattigem nur Trades ohnegleichen. Dann bin ich gespannt, was im Team 2 kommt. Wir haben ein bisschen Verzögerung, da ein Admin leider eingeschlafen ist. Und dann, ja, hat es ein bisschen gedauert, bis ein zweiter Admin aufgewacht ist ungefähr. Aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder online. Und jetzt freue ich mich auf ein weiteres spannendes Spiel zwischen Genuine und Tiny Team, die durchaus sehr, sehr even sind. Vom Skill-Level her. Im letzten Game, ja, am Anfang gut vorne lagen, in der Mitte ein bisschen gestolpert haben, durch gute Plays von Legion Commander und dann am Ende doch wegen dem Gyrocopter durchgezogen haben. So. Mal schauen, ob die Bans dasselbe sind. Wahrscheinlich werden die Bans wieder mal Razor, Viper, Death Prophet und Brewmaster werden. Ich erwarte nicht viel anderes, außer dass. Außer dass Jenny Dota AFK ist und die Viper nicht findet. Jo, Brewmaster und Death Prophet. Und Tiny Team wahrscheinlich nicht die Death Prophet oder nicht den Brewmaster, je nachdem, was sie halt eigentlich hätten picken wollen. Und dann. Und so weiter und so fort. Aber wollten den Brewmaster picken, deshalb bannen sie den Death Prophet, aber Brewmaster will Genuine Dota nicht, deshalb bannen sie den Brewmaster. Denn sie lassen ihn durch und picken vielleicht einen Skyreth Mage direkt als Konter dagegen oder sowas. Das sind halt so die Dinge, die halt dann sein können. Aber wieder. Reserve Time. Sehr interessant. Doch in der Bun-Stage hätte noch irgendwie so viel zu haben. Session Buns, also. Ah, Teams. Könnt ihr nicht einfach in den 30 Minuten Wartezeit-Delay einfach vorher kurz gucken, was ihr spielen wollt? Brewmaster werden, ja, seriously? Ist wirklich jemand rauchend? Keine Ahnung. Vergiss das Bun. So, Ogre für Tiny Team. Mit den Dota wird das ein Skyreth Mage und. Mal schauen. Vielleicht sehen wir wieder ein Void. Vielleicht ist ein Cent. Vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist ein Jakiro. Jakiro Sky oder sowas wieder. Auf jeden Fall eine Variation von Ogre Magi. Jakiro, Skyreth Mage, Center Warrunner. Und dergleichen. Ja, dadurch, dass Genuine das erste Game gewonnen hat, müssen sie halt jetzt. Weiß nicht, wenn jetzt Tiny Team gewinnt, ist ihnen quasi beiden nicht so gut getan. Beide immer noch auf beide auf dem zweiten Platz. Aber. Naja, mal schauen. Ja, es war offensichtlich und jetzt kommt. Ah, das weiß ich nicht, ob ich das fair sagen kann. Mir fällt gerade nichts ein. Wirklich Helden aufschreiben. Dann wieder offensichtlich, aber. Ja, Center Warner könnte hier durchaus sein. Könnte, ansonsten. Ne, ich würde im Cent sagen, aber wahrscheinlich wird es das nicht. Er wird doch meistens später erst gebannt. Ja, gebannt. Meistens. Außerdem gespannt, ob Genuine Dota vielleicht diesmal die LC picken wegen dem Skyreth Mage. Oder ob Tiny Team nochmal mit der LC geht. Hinzugeben, wenn sie nicht so einen Prophet hätten, der so viel gefeedet hat. No offense. Wirklich. Weil ist halt passiert. Dann hätten sie durchaus mit der SC und Magnus-Combo andere Dinge machen können. Wäre es durchaus besser funktioniert. Also vielleicht wieder eine SC. Aber es ist noch viel anderes möglich. Aber lassen sie sehr, sehr viel Zeit. Sind sie hier wirklich nicht sicher, was sie picken wollen? Weil so eine Draft-Situation kommt halt nicht, sehr, sehr, nicht so oft vor, wenn du Ogre Magi pickst, dass Gareth Major Kiro kommt. Das hat auch nur ungefähr 90% der Fälle, wo sowas passiert.
Witch Doctor. Und dem Witch Doctor ist es. Starker Support, aber braucht Follow-up. Beziehungsweise braucht ein Setup. Und daher sehe ich jetzt hier schon die Genuine. Okay, den Bann hätte ich jetzt definitiv von Genuine erwartet, aber gut. Brauchen wir ein paar andere Setups. Vielleicht könnte es durchaus von Tierney Team wieder eine SC werden. Einfach nur, weil zusammen mit Witch Doctor ist sie jetzt sehr gut. Sie ist aber auch gegen Witch Doctor, gegen LC sehr gut. Es sei denn, sie duelt halt ihn. Jetzt so, okay. Dann vielleicht nicht, aber... 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Aber viel Zeit, viel Zeit, viel Zeit. Reserve time von Tiny Team ist so langsam erschöpft, aber das hatten wir im letzten Draft ja auch gesehen, dass sie durchaus sehr gerne mit einer Sekunde Reserve time oder sowas zurechtkommen. Hunter war das, was ich erwartet habe. Stimmt. Auch sehr interessant von Jamie wurde, dass sie den Prophet Ben, der zugegeben ein bisschen gerettet hat im letzten Spiel, aber sonst nicht so viel Impact hatte. 10 seconds remaining. Ja, Center, wohl, da würde ich jetzt wirklich noch erwarten. Ein starker Held, der auf jeden Fall gepickt wird, wenn er jetzt nicht gebannt wird. Frage ist halt, wer ihn haben will. Jenny und Dota haben den First Pick, aber nein, sie wollen ihn nicht haben. Und picken daher ein Clockwork wieder. Hat im letzten Spiel richtig gut funktioniert. Zugraf ist damit richtig abgegangen. Und dann... schauen wir mal, wie das halt so funktioniert. Außerdem halt auch ganz gut gegen Witch Doctor, gut gegen Ogre Magi, wenn er denn rankommt. So, und der Setup muss jetzt folgen. 10 seconds remaining. Mal schauen, was das halt so ungefähr sein wird. Keine Ravage, und sie haben keinen Necrono. Elder Titan. Das ist der Elder Titan. Dadurch macht Ogre und Witch Doctor natürlich einen sicken Damage. Anscheinend wird das ein Medusa geben. Denn Elder Titan ist der ursprüngliche Setup halt für die Medusa. Und daher erwarte ich jetzt für Tiny Team die Medusa. Für General und Dota, sie haben halt viele Möglichkeiten. Sie haben wieder die Scareth Mage Clockwork Combo. 10 seconds remaining. In dem letzten Game hat das dagegen gearbeitet, aber hey. Haben jetzt hier die Combo, haben einen guten Push. Könnten hier wieder sowas wie ein, durchaus wie ein Gyrocopter machen. Würde hier sehr gut funktionieren im Lineup. Oder sowas wie eine Luna, auf jeden Fall ein bisschen Richtung Aggressive und halt auch ein bisschen Richtung Late Game. Sowas wie, ja, Luna Gyro wäre hier durchaus gut. Ansonsten haben sie auch noch eine Mitte. Pack hat im letzten Spiel funktioniert, aber vielleicht sollten sie ein bisschen abwarten. Inwieweit da jetzt noch eine SC oder sowas kommt. Die ist ja durchaus noch drin. Auch wenn sie Dusa picken. Necrophos. Radiant Team Pick. Necro. Ja, Necro hat ja in der letzten Zeit einige Bekanntheit oder Gepicktheit bekommen. Ah, ich bin immer nicht so ganz überzeugt von dem Ding. Aber es ist tatsächlich ein Wraith King, der hier mitgespielt wird. Okay. Geht natürlich auch. Ich würde immer die Dusa in die Mitte stellen. Aber, naja, das können sie sich entscheiden, denn prinzipiell ist Jenny und Dota am Anfang mit Picken dran. Ein Necro. Haben sie auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, Late zu geben. Auch noch jetzt Damage, würde ich jetzt mal sagen. Wenn die BKBs rauskommen, ist halt bisher von Genuine Dota nichts mehr übrig. Dann brauchen sie jetzt irgendeinen DPS-Carry. Könnte eine PA sein, es könnte ein Morphling sein. Mir wahrscheinlich hier eher gefallen. Raum wird gebannt, ja. Radiant Team Ban. Relativ wenig reliable Stunts auf der Seite von Tiny Team.
Halt irgendwas für die Mitte. Könnten wohl ein Pack schon noch gehen. Auch Genuine Dota könnten hier mit einem Pack gehen. Deines ist sehr mächtig gegen die Leute. Ja. Mal schauen. DPS brauchen sie aber. Wenn sie jetzt was wie einen Pack picken, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht nicht so gut läuft. 5 seconds remaining. Reserve time. Ein paar Sekunden sind noch Zeit. Templar Assassin. Und eine TA. Ist auf jeden Fall DPS. Die Frage ist halt, was sie dann jetzt in der Mitte dagegen bekommen. Ist ja mal wieder ziemlich scary. Scariges Timing-Lineup. Was mit der TA und dem Necro halt durchaus wie heißes Messer durch Butter gehen kann, wenn sie das richtige Timing haben und wenn die Lanes gut laufen. Ansonsten haben hier Ogre Magi, Witch Doctor, Elder Titan auch einen richtig sicken Damage Output, wenn das alles funktioniert. Von daher ist es halt wieder sehr, sehr auf Execution ausbasiert und wer den Timing vorher hat und ob Genuine Dota irgendwie snowballen können. Er ist halt sehr snowball-lastig, können auch relativ late gehen. Venomancer. Und besonders jetzt. Klar, Wraith King ist ziemlich hart, aber der Rest ist halt auch beides eher Richtung Midgame. Von daher gespannt. Und werden wahrscheinlich ziemlich brutale Teamfights sehen, wie das hier aussieht. Besonders das Design von Tiny Team. Doch ziemlich böse Dinger dort haben. So, und direkt die erste obligatorische Pause. Trotzdem, obwohl die jetzt in der Mitte einen TA-Counter picken mussten, glaube ich, ist das Lineup ganz gut aufgebaut. Tori Tentori auf dem Elder Titan auf der Offlane. Dann Mijak zusammen mit Pitbull und Killmot auf der Safelane. Und zu guter Letzt LeBron mit dem Venomancer als Counter für die PA in die Mitte nimmt. Und ja, Inferno als Mitspieler aus dem letzten Game, der Templar Assassin in der Mitte. Lugraf nimmt wieder den Clockwork auf die Offline, der letztes Mal so gut funktioniert hat. Und Zu Carry Negro mit einem relativ coolen Set. Der Beard. Weeping Scorn. Und der Soul Reaper. Aus Dire Tide, okay. Also Zu auf dem Necrophos auf der Safe Lane und zusammen mit Jydra und BMN Pick. Mit dem Scarlet Mage und Jakiro zusammen als Support auf die Top Lane. Jo. Und irgendjemand wird verrückt gerade. Was? Remake? Ja, da kann ich nichts zu sagen. Was haben wir denn hier unten? Noch nichts im Admin-Chat. Aber mal schauen, was sich so da ergibt. Lalalala. Ja, bear with me. Moment. Bear with me, a man, and no pick. Ja.
Ach Leute, ich hab doch wenigstens was. So, Promiste Denji Adovili. Okay. Oder sind es halt die Stand-ins, die das Problem sind? Da hier doch ziemlich viel ausgetauscht wurde aus dem Team. Aus dem Gehen vom vorigen Match. Kann sein, weiß ich nicht mal, wir werden sehen. Immer schätze ich da gerade noch nicht so viel zu tun. Sehr schade. Aber. Ach Leute. Leute. Tja. Ist ja genau, das hilft uns. Dann können wir mal durch Streams gehen. Denwin sind. Ups, was? Oh, okay. Na gut, dann wohl. Eins. Von mir aus. Also dann. Lanes sind vorgestellt. Dann schauen wir mal, wie das so laufen wird. Hier noch keine Smokes, die aktiviert werden. Alle gehen auf ihre Lanes, von daher keine Invasions, kein nichts. Ganz langsam voran. Der Watch steht mal wieder. Mal schauen wo. Und wahrscheinlich hier zum Blocken gesetzt. Jupp. Sitzt schon mal ganz gut. Hier unten der Watch sitzt halt auch schon. Von Zugraf. Und der ist knapp außerhalb der Range. In der Watch Position. Denkt, dass er hier ist, aber bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht da ist. Nun gut. Ja, schade. Irgendwie ist halt auch gerade nichts los. Klar, die Teams machen das so. Mal schauen. Jetzt über die Teams reden, aber. Man hat keine Ahnung davon, ne? Und die nächste Pause. Und nochmal einen kurzen Disconnect. Weil ich ja schon sonst nicht so viel zu reden hat. Ace-Rune auf der Top-Rune. Bounty-Rune auf der Bottom-Rune. Pitbull oder Killmod? Wahrscheinlich Pitbull, weil er mehr Farm braucht. Necro wird hier die Haste-Rune holen. Oder es wird Jytra sein, der ein bisschen Damage in irgendwelche Lanes pumpt. Wenn wir dann halt so ungefähr sehen. Ist da. Dann wird es jetzt auch vielleicht zum letzten Mal weitergehen. Wir werden es hoffen für den Spielfluss. Scheint aber zumindest immer kurze Disconnect zu sein, von daher. Stay tuned! Ja, und es wird der Jack Hero sein, der ein bisschen harassen soll. Der Braun kriegt gleich ein bisschen Liquid Fire auf den Sack. Immer schön konstant Damage fahren. Aber ist jetzt auch vorbei. Liquid Fire Level 1 hat einen sehr hohen Cooldown von 20 Sekunden. Er lässt sich halt nur einmal kurz drauf rotzen. Wobei Rotzen eigentlich das Ding vom Venomancer ist. Gucken wir jetzt mal, was wir unten so finden. Und eine Rotze ist möglich, aber kriegt dafür auch einen Tower Shot.
Town tatsächlich Gale landet. Hat hier sehr viel Harris bekommen. Aber wohl keinen Kill bekommen. Aber schön zu sehen halt hier wieder der Venomancer. Ist halt einfach mal ein krasser Konter gegen die DA. Und haut sie halt dann auch einfach mal komplett um. Und auch LeBron steht relativ gut, um halt den Winkeln zu entkommen. Den bösen, bösen Psyblade-Winkeln. Und Top-Rune hat sich der Venomancer gekrallt. Und Bottom-Rune wird er dann jetzt wohl contesten. Auf der Top-Rune wird eine Bounty-Rune spawnen. Von daher eigentlich für den Venomancer dann Sache mit dem Contesten dann nach unten, aber Double Damage Rune wird tatsächlich vom Clockwork gesneakt. Ja, seine Bottle ist noch nicht da, von daher muss das LeBron ein bisschen aufpassen. Der Plastic hat jetzt nicht so viel Killing Potential, aber halt auch einfach mit dem Psyblade doch schon ziemlich viel Harris. Das hat er aufpassen. Wir sind hier im Last Hits 13-13, also sowohl hier Zoo auf dem Necrophos, als auch Miak auf dem Wraith King farmen gleich gut. Allerdings ist die ATTA nach anfänglichen Schwierigkeiten doch den Farm übernommen. 12-16 gegen 6-5. Noch einfach, dass der Damage es wesentlich einfacher macht, hier zu last hitten. Smoke von Radiant. Und Infernal riecht es. Haben halt gesehen, okay, erstens sind sie hier weg und zweitens haben sie vielleicht sogar da gesmoked. Von daher ist das halt relativ offensichtlich, sehr defensiv hier. Und hofft vielleicht, dass er bald noch eine Reflection bekommt. Jetzt kommt der Gale, aber Witch Doctor scheint er wohl nicht ready zu sein. Gask bounced, aber könnte zurückbouncen. Oh, bounced sogar noch zurück, das ist ziemlich gut. Das könnte eventuell ein Kill sein, wenn sie genau genug Damage haben, aber Malt ist halt auch noch verfügbar. Und kann dann doch benutzt werden, um das halt auch alles zu dodgen. Und daher kein Kill hier. Allerdings war es tatsächlich dafür, dass es halt irgendwie hier begonnen hat, ziemlich großen Damage bekommen. Jetzt ist es tatsächlich Clockwork, der den Go macht auf den Wraith King und ganz knapp es nicht schafft. Hits kommen ran, aber Rocket cool leider down. Movement Speed ist tatsächlich Clockwork schneller, aber hat natürlich noch einen Stun. Und Force den auch gut raus. Jetzt wahrscheinlich nur Rocket schießen, um zu gucken, die... Ne, wird das auf die Salve setzen. Zu gucken, ob er gesalvt wird, ob er es sieht. Salve kriegt er jetzt, aber wurde nicht gesehen, sonst hätte hier... jetzt dann einfach Rocket? Hallo? Das ist richtig viel. Okay, ein bisschen spät geschossen. Das ist einiges an Leben, die der Wraith King unnötigerweise wiederbekommen hat. Auf der anderen Lane sieht es mit dem Elder Titan aus, der halt auch bis jetzt mit dem Soul Ring relativ okay ist. Und sein Spirit spammen kann, damit ein bisschen CS bekommt. Ist schon auf 10 CS im Gegensatz zu den 6 CS vom Clockwork, aber hatte den Wraith King relativ low geschossen, wenn ihm das aber auch nicht so wirklich viel gebracht hat. Und LeBron fängt jetzt an mit den Wards, die auf Level 3 dann halt nicht mehr nur Futter sind, hier ein bisschen zu pushen. Die relativ schnell die Refraction Charges wegmachen. Oh ja. Steady Push. In den Infernal kriegst du nicht so ganz hin, da die Last jetzt drauf zu bekommen. Ja gut, also weiter geht's. Wir haben halt den Vorteil, es ist wieder Dead Eden. Wenn wir ihn hatten, dann vielleicht Zeit, aber er hat immer noch gar kein First Blood. Das war sehr, sehr defensiv dafür, dass es doch schon ein bisschen Action war. Aber halt immer die Leute ganz knapp entkommen und nichts machbar. Ruff guckt jetzt mal hier, dass er die Rune bekommt, aber Ogre Major ist als erstes da. Allerdings interessiert das natürlich Clockwork nicht. Und da kommt die TA zum Return an. Das könnte hier unser First Blood sein. Beide werden relativ low.
Aber das scheint Kilmer zu sein, den es First Blood hergibt. Und First Blood für Zugraf tatsächlich, der sich nimmt. Schön gemacht. Und auch vom Ogre ein bisschen, ja, zu aggressive hier. Weil in Clockwork auf Melee Range zu kommen ist nicht so gut. Besonders auf Level 4. Mit 2 Punkten Battery Assault, das macht ja schon Damage. Auch wenn mein Ogre jetzt relativ tanky ist, aber dafür gab es ja auch die TA. Ja, Middle Tower ist schon fast kaputt. Na, mal schauen, ob hier auf jeden Fall ein Deny drin ist. Auf jeden Fall mit der Rotation, die hier gerade kommt. Von TT. Aber es ist halt der Plague Ward. Aber trotzdem sehr, sehr weit vorne von Minimans und das sollte hier ein Easy Kill sein. Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ja, Ice Path kommt auch noch und schöner Kill auf LeBron. Der hier dann zu aktiv war oder sein Team nicht missgesagt hat. Und den Tower dann doch davor rettet, dass da es ja zu früh down geht. Doch 0 zu 2 für Genuine hier wieder vorlegen. Aber haben wir im letzten Spiel auch gesehen. Und das kann halt auch sehr schnell wieder changen. Jetzt kommt der Wraparound auf den Elder Titan, der sollte ziemlich tot sein. Okay. Haben sie ihn einfach wegkommen lassen. Das ist schon krass. Hätte ich jetzt ihnen nicht zugetraut. Besonders weil die Reaper Zeit da war, aber wollte sie halt nicht nutzen und kam dann einfach weg. Schön gemacht vom Elder Titan, schön geduckt. Hätte ich schon sehr, sehr stark abgeschrieben gehabt. Und Klöcke hat auch die Bottle. Von daher sind die Runen umso wichtiger für ihn. Die er auch ständig bekommt. In meiner Bauernrunde. Na, nicht ganz. Wurde da gesehen. Sonst wäre das vielleicht ein Kill auf dem Witchdoktor gewesen. Aber auch wenn die Bots da relativ nah aneinander stehen. Auch interessant zu sehen, dass Wraith King tatsächlich seinen Level 6 schon geskillt hat. Bounce, aber Bounce tatsächlich zurück. Na gut. Aber nichts weiter kommt daraus. Weit genug hinten. Minimancer versucht jetzt den Tower zu bannen. Aber mit Assassin. Easy Deny. Und war es erstmal dafür eine Venomancer. Ich weiß nicht, wie man das eigentlich macht. Ich glaube, ein Venomancer macht man eigentlich dann erstmal mit mehreren Leuten, dass man dann die Action macht. So, macht hier schon einige Damage drauf, aber natürlich Killing Potential ist da erstmal noch nicht vorhanden. Aber ja, ich glaube halt, ein Venomancer machst du halt bis kurz vorher und dann kommen Support Rotations bis zu holen. So ist wie jetzt, wo Killmot down geht. Holt Zugraf seinen zweiten Kill. 2-0. 1000 Gold auf der Offlane. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt finden sie eventuell Infernal. Bounces sind real. Bong, bong, bong. Aber endlich ganz zu reichen, um Down zu bekommen. Aber die Regen-Rune sehr gut eingesetzt hierfür. Zugraf findet jetzt hier noch Mjak. Der jetzt hier an den Cox down geht. Und Ulti prockt. Frage ist halt, ob sie genug haben, ihn jetzt nochmal zu töten. Das ist sehr geslowt. Und es scheint genug zu sein. Wenn er sich nicht auch mit den Stick Charges vielleicht reinretten kann. Und geht down, aber muss jetzt hier Akro-Token. Oh, ganz knapp. Ganz knappe Sache. Auf der Oben-Lane. Zu sehr. Auf der Oben-Lane, genau. Auf der Oben-Lane. Zu ist. Ein Problem ist geslowt. Verliert jetzt den Slow, aber Tori Tenori ist halt sehr, sehr viel schneller. Durch den Spirit Damage und den Spirit Movement Speed. Dass da erstmal nicht mehr passiert. Außer der Kill. Wait. Easy Kill. Wraith King ist wieder da. Regeneration nicht ganz. Reincarnation, die Feder fertig. Zugraf ist aber auch jetzt bereit, irgendwo anders hin zu rotieren. Und die Plays zu machen. Es wird tatsächlich nach unten. Und sie wollen wahrscheinlich traden. Aber die Ward steht. TT sieht das und wird jetzt wahrscheinlich für einen Trade gehen, und zwar so, dass sie hier nicht alle sterben.
Mirk ist schon am Dodgen. Und es ist relativ eindeutig, dass sie da gescoutet wurden. Aber natürlich kann ich jetzt einfach hochgehen, wenn jetzt zwei zusammenstehen. Damit ist der Witch Doctor schon tot. Wird auf dem Necrofrost, der sich den Kill stealt und damit wahrscheinlich die Chance abgibt, hier den Wraith King down zu bekommen. Eventuell. Mal schauen, ob jetzt Masterpiece kommen von TT. Wraith King ist down. Aber es kommen keine Masterpiece, außer ein paar Feed-TPs. Interessant. Aber ja, den hätten sie auch nur töten können, wenn Su da nicht so mit dem Ulti gewesen wäre und das halt weggeschmissen hätte. Aber 7 zu 1 für Genuine. Zugeben, hätte wesentlich mehr stehen können. Das hätte 8-1 sein können. Zwischen Elder Titan, der sich da reingeopfert hat, aber Genuine wollte ihn nicht fressen. Sei es drum. Aber TT haben halt auch schon zwei Tower, ne? Dürfen wir nicht vertrachten. Tower sind jetzt even und TT kriegen halt wieder die Trades und das ist genau das, wo sie letztes Mal halt zurückgekommen sind. Dass Genuine halt trotzdem Kills nicht geschafft hat, Objectives zu holen. Und alle Kills zählen ja auch nicht so viel. Jetzt finden sie aber hier den Elder Titan. Sollte aber vielleicht langsam mal... Okay, jetzt. Und okay, mit Mystic Flare ist es auch ein relativ einfacher Kill auf so ein doch eher tankiges Ziel. Und Hook ist halt auch noch breit. Und oh oh. Ich glaube, das haben sie gesehen. Und jetzt ist es der Wraith King, der da doch etwas in Probleme läuft. Kleine Stars, Low Star, Ice Path Mist, sehr schön. Und jetzt könnte tatsächlich, ja genau, jetzt könnte mich da hier, nee, aber... Scheinen sie den Kelix bekommen zu sein, einfach weil hier der Ice Path gemistet hat. Das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Und Clockwork geht hier auch noch dauern. Das ist sehr schade für ihn, der so gut dabei war und das war halt alles nur die Jakiros Schuld. Nicht seine eigene. Das ist bitter, aber schön. TT Rotations holen sich da den Kill und eventuell sogar mehr, wenn sie da noch was bekommen. Sieht aber nicht der Fall aus. 355, 380, ja, so ein Scarif Mage ist schneller als alles andere. Okay, Space created. In der Mitte geht der Tower down. Okay, holt sich den. Drums first. Itemweises Mecha von Necro ist natürlich da. Ansonsten Mana Boots hier. Was haben wir noch? Witch Doctor erstmal noch nichts. Außer vielleicht einen Tod. Erstmal noch nicht. Bouncen tut das Ganze. Aber jetzt müssen sie sich zurückziehen. Und beide verlieren ihre Sentries. Aber natürlich die von Radiant. Im Server Watch steht noch. Daher Sieg für TT. Na gut. Wraith King, Midas. Vedomancer wird wahrscheinlich gleich sein. Ja, wird das Mecha bauen. Denn Elder Titan baut es. Und nicht ausgehen. Nee, es scheint ein Vengar zu sein, ja. Ich bin nachher auf den Crimson Guard zu gehen. Und das waren auch schon alle. Oh. Bis Arger nimmt's, okay. Wer baut denn hier dann das Mech? Niemand? Oh Leute. Ich muss so ein Mech bauen. Mechs sind gut. Besonders gegen so einen Necro, der mit AOE halt ziemlich viel damit macht und auch ein Akiro. Ah, naja. Innen schieben sich an, halt ein bisschen nach unten zu pushen, aber Pusher sind halt schon wieder am Tower. Und LeBron pusht hier weiter den Mitteltower schon alleine. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Oh, das TP hat er, glaube ich, nicht gesehen. Das TP hat er nicht gesehen und bezahlt hier den Preis dafür. Gale hätte man machen können. Aber ist auch nicht so wichtig. Muss ja nicht unbedingt alles raushauen, wenn man weiß, dass es sowieso nichts bringt. Ein bisschen Damage. Und dann haben sie jetzt noch den Trade bekommen, einfach weil sie rotiert sind. Clockwork TP war da genau das Richtige für. Haben sie in dem Sinne was aus dem letzten Spiel gelernt, würde ich jetzt mal so sagen. Zu 2 und im NT2 Tower Vorteil. Das könnte so langsam. Networth geht weiter auseinander als das ganze letzte Spiel war. B bleibt aber gleich. Trotzdem halt die 2000 vorne. Sind halt wieder genau der Tower.
Aber in Proportion könnte 40 noch was mehr sein. Meines einmal haben sie ja. E macht das ja schon. Liquid Fire ist da, um Damage zu haben. Und das sollte ein schneller und einfacher Rauchschein hier sein. Nicht so, als ob TT das mitbekommen bzw. getesten wollen. Das ist der Vorteil von der TE. Mit meines Armor geht das sehr gut. Und eine Aegis. Über die Templar Assassin. Ja, ich glaube, das wird jetzt mal in der Mitte. Machen zwar jetzt komplettes Teamfight, aber mal schauen, wie darauf reagiert wird. Venu Ulti und Stomp und Ulti von Elder Titan. Noch einiges drin. Okay, Stomp ist jetzt nicht verfügbar, aber bald. Ist auf jeden Fall scary. Müssen sie aufpassen, deshalb gehen sie jetzt doch nicht für den Kill. Und eine weitere Pause. Eine Sekunde. Oder N Sekunden. Ja, TT betreiben Midas Gaming. Von daher müssen halt Genuine hier den Vorteil machen. Die Frage ist halt, ob zwei Midas genug, also ob ein Tower down für zwei Midas halt genug ist. Wraith King und Venomancer auf die Midas. Die werden sich irgendwie bald anfangen zu rechnen und dann. Ich hab, ob Genuine dann halt noch so weit vorne kommen. Und auch sonst für TT. Haben halt den Wraith King, der sich die Seele aus dem Leib farmt. Der Venomancer, der TA voraus ist. Und halt auch der Elder Titan, der sehr viel mehr Arm hat als der Clockwork. Obwohl natürlich für den Kills her der Clockwork vorne ist. Dementsprechend im Networth nicht, aber ganz knapp. Ja. Ansonsten, ich könnte euch noch was Neues zum Streaming-Setup hier erzählen. Ich habe ein tolles Programm gefunden, nennt sich VAC. Virtual Audio Cable. Das prinzipiell erstellt Virtual Audio Devices für Windows, wo du halt Audio verbinden kannst. Also kann ich jetzt so einstellen, dass beispielsweise halt Dota und Winamp direkt an OBS gehen oder auf ein Audio-Device gehen, was OBS aufnimmt und sonst halt nichts. So dass ich halt auch durchaus nebenbei dann, keine Ahnung, Streams anmachen kann und entweder die Streams auf, direkt auf meinen Stream laufen legen kann oder so Dinge machen kann wie ich gucke mir selber einen Stream an, während hier halt Musik läuft und im Hintergrund halt nichts passiert. Das ist sehr angenehm und ich kann sogar währenddessen irgendwie skypen, ohne dass es auf dem Stream ist. Na gut. Aber ansonsten mal passiv. TT sind sowohl zusammen, weil sie halt auch wissen, okay, Genuine haben einen starken Pickoff. Außerdem kommen da gerade mit dem Blade Mail vielleicht ein paar Timings rein. Elder Titan braucht noch ein bisschen was für seinen Vanguard. Und farmt auch gerade ziemlich gut, muss man auch sagen. Und der erste Level in Stomp. Würde ich jetzt ganz gut initiieren. Möglich wird, wenn da halt so ein Stomp sitzt. So, Pings kommen raus von Genuine, dass man vielleicht den Wraith King killen könnte. Außerdem ist der T2 da unten down. Sie haben ziemlich gute Vision, von daher sollten sie das vielleicht demnächst mal tun. Anstatt hier in der Mitte rumzudümpeln. In die Mitte, was haben wir? TPs, ja, TPs sind da. TP raus. Genau im richtigen Moment. Ja, praktisch von ihm. Da werden sie halt genau dahin TPen gerade. Um zu sehen, dass er weg ist. Sehr schade, aber nochmal. Da können sie immerhin in den Dschungel farmen. Ist ja auch was. Aber Clockwork, ja, kann halt mit den Rockets ein bisschen farmen. Aber ansonsten ist halt schwierig, weil Clockwork halt keinen Impact sonst hat. Muss halt irgendwie Kills holen, muss Hooks machen und so. Ist tatsächlich der Wraith King. Der hier. Aber. Also sie sehen halt, dass Elder Titan nicht da ist. Aber ist natürlich hier eh nicht da. Daher. Noch keine Sicht. Wenn jetzt hier das gewordet wird. Easiest reward of my life.
Ist doch sogar schon die Sentry Ward da. Aber, ja, vielleicht ist es halt gerade nicht gut, sich hier hinzustellen und zu dewarden, weil das ist so eine Linie. Oh, von einem Clockwork, der oben ist. Na gut. Was wird sich machen? Man macht sie auf dem Lowground aus. Finde ich auch ganz gut. Ist zwar schnell, aber Temple Assassin ist nicht rechtzeitig da. Oben Clockwork findet hier den Venomancer und das sollte ein einfacher Kill sein. Wenn er auch dann halt schnell TPen will, um Schlimmeres zu verhindern. Die Frage, ob sie hochkrallen können. Es sind 4 gegen 4. Venomancer Ulti ist down, was halt ziemlich viel ist gerade. Noch Networth halt, denn Platz 2 vom Networth ist down. Und 1 und 2 von Genuine sind da. Die Frage, ob sie Hergrund gehen wollen. Schöner Storm. Aber erstmal wird nicht so viel passieren. Aegis geht down in jetzt. Passt natürlich sehr gut. Naja, pushen sie weiter. Tja, ob es jetzt auf Roshan war oder nicht, weiß ich nicht. Der Temple Assassin geht erstmal 4 BKB. Kein Blinkdagger, dann ist es kein Pub-Game. Und geht weiter defensiv. Weiter defensiv und TT machen es richtig, stellen sich zusammen. Wir wissen, dass sie Teamfight-Lineup haben, außerdem so viel AOE ist halt bei Jimmy nicht vorhanden. Dementsprechend können sie auch Full AOE gehen. Ja, und sind halt hier richtig schön drumherum. Aber jetzt kommt der Engage. Schöner Blink raus. Aber dafür ist es halt Venomancer, der mal wieder down geht. Und jetzt finden sie ja Killmod, der aber nicht rechtzeitig down ist. Das dann reicht wohl nicht ganz. Und jetzt kommt der Venomancer Ulti. Aber nein, abgebrochen, das ist ja bitter. Warum auch immer das war, weiß ich nicht ganz. Und Sao kommt hier sogar weg. Wird hier geheilt. Lux wieder da, aber halt nur Nikox und ein Blade Mail gegenüber. Von daher geht er jetzt hier noch down. 2 zu 0 der Trade. Richtig gut und der Rest ist richtig low. Können sie den Tower für holen. Schöner Engage, auch wenn das halt hauptsächlich teilweise deshalb war, dass der Witch Doctor sein Ulti irgendwie abgeworfen wurde. Nicht ganz sicher warum. Aber auch 22 Minuten Level 6 ist halt richtig bitter. Das Boss müssen nur daneben stehen und wirklich sehr, sehr, sehr unterfarmt vorhin gehen. Das Skywave Match ist halt Level 11 und der Jakiro ist Level 8. Von daher große Diskrepanzen von den Supports her, jetzt hier, ich hab 3 Level, das ist einiges. Und dann ist es der G2 Tower dafür. Puh, das ist ein bitterer Schlag für die TD. 2 zu 12 ist halt tatsächlich in dem Sinne noch nichts, weil, hey, im letzten Spiel waren es halt auch so viel. Außerdem kommt jetzt das Argenems für Venomancer raus. Das hat auch durchaus nochmal noch einen Ticken mehr Damage gibt. Aber bisher hatten sie noch keinen großen Teamfight so richtig. Hatten jetzt den einen Teamfight hier, ja, aber da war halt auch Venomancer vorher down. Wurde gepickoffed und dann haben sie sich so weit gesplittet, dass sie halt mit Genuine nur vorne waren. Ja, aber ja. Der Deathmage sollte sich hier nicht am Blade mehr vom Death King umbringen. Muss er aufpassen. Aber weitere Pickoffs halt. Einfach nur Pickoffs. Und Wraith King ist ja das einzige Wraith King mit Venomancer. Okay, und Elder Titan, die halt oben sind. Wieder halt die 3 von TT, die oben sind. Aber diesmal sind es halt auch 3 von Genuine, die oben sind. Im Networth-Graphen. Nicht im Graphen, im Networth-Statistics. Die ihr hier halt oben seht. Und 10.000, 10.000, sowohl Necro als auch TA sind da. Von daher ist der Unterschied hier wesentlich größer. Außerdem haben sie jetzt 7.500 Networth und 5k XP. Was im folgenden Spiel halt komplett dead even war. Ein Smoke. Aber irgendwas muss hier getan werden. Roshan ist auch bald wieder da. Eventuell in einer halben 30 Sekunden. Sehen wir mal, wie weit es wird. Links kommen raus, eventuell könnt ihr in eine Initiation kommen. Aber nein. Lieber nicht. Auch hier unten Aggressive Wards, einfach nur um zu gucken, dass wir halt nicht hier oben, da wo doch eher gedewardet wird.
Einfach nicht die Wards haben, sondern hier. Was auch eine ziemlich gute Range gibt, nur eben auf die Bottom Lane. Wo vielleicht nach Roshan durchaus der Push reinkommen könnte. Denkst du, Roshan sneaken und dann der Push. Aber Roshan, 2,5 Minuten noch. Das dauert. Und in dem Sinne, die Genuine kann halt ruhig farmen. Und brauchst keine Gedanken zu machen, weil da ist eine Trap drin. Auf der Seite von TD sieht das anders aus. Wir müssen sich halt eigentlich immer Gedanken machen, okay, Roshan könnte passieren. Wir müssen es auf jeden Fall contesten. Roshan ist halt der perfekte Fighting für TT. Mit Veno-Ulti, mit dem Adder-Titan-Ulti. Ist halt super. Deshalb müssen wir halt immer aufpassen, dass sie da ready sind. Aber einfach auf Skywalk-Mages holen. Das ist natürlich auch die einfache Version. Aber, Witch-Shot-Ulti ist gemacht, aber... No Avail holt nur ein bisschen was hier. Makropire schön gesetzt. Aber natürlich sind sie halt auch nicht ready, dort zu fighten. Miyako läuft immer schön durch, aber hat seine Reincarnation. Kann erstmal sehr aggressiv spielen. Schöner Pickup von 2 Leuten. Allerdings kriegen sie leider dafür nichts weiter. Außer, dass sie halt weniger als 5 zurück sind. Ja, und das habe ich mir schon gedacht, so, wait a minute, was gibt's? Das ist böse. Dann müssen sie hier raus. So, Graf muss vielleicht aufpassen, dass hier nicht an den Boss vorbeilaufen, aber okay. Mecha ist da. Passiert nicht so viel. Schöner Pickoff und das invalidiert halt so ein bisschen wie die Supports. Klar, die Supports waren hochgefarmt, das hat einiges gebracht, aber jetzt ist hier wieder der Veno down gegangen. Ja, die Top 2 ist. Boah, für 2 Supports. Neben Genuine halt irgendwie auch. Ja, nur noch 1 Minute bis zu Roshan. Und daher werden sich Genuine jetzt mal in den Wald begeben. Und dort ein bisschen warten, bis Roshan wieder da ist. Bin mir definitiv bewusst, dass es wichtig ist. Auch wenn hier Clockwork erstmal hierhin rotiert, um vielleicht einen Wraith King wieder zu bekommen. Aber soll nicht sein. Bam, hier den Wald. Blocken sogar ein Camp. Aber mit ihren Füßen. Und Roshan kommt in ein paar Sekunden wieder. Tschink. Roshan ist da, Ping ist da und ab dafür. Und wie es aussieht, können TT das erstens nicht wissen und zweitens nicht contesten. Was natürlich nicht so dolle ist. Außerdem, der Gem ist jetzt aber, stimmt, der Gem haben sie auch bekommen für die Supports, von daher nicht so ganz invalidiert. Gem liegt in der Base. Schon sagen, die hatten sie doch ein Game, warum haben sie denn diese Worte hier nicht gesehen? Und, aber wie es scheint, okay, wollten sie contesten, aber sollten hier vielleicht aufpassen, dass sie jetzt nicht da reinrennen, weil, ja. Teams, die aus Roshan kommen, sind meistens stärker als man selbst. Also Mitte und vielleicht dann zum T2 Tower rotieren. Das ist schon relativ even, bis auf die Supports in Sachen Networth. Geht auch weiter nach oben, einfach durch die Midasse, die hier TT auffährt. Von daher, Genuine ist so ein bisschen on the clock. Da hat doch was zu tun. Und ja, dieser Ward hier. Zugraf macht ein ganz trauriges Gesicht, dass er da nicht... dass er da nichts rausbekommt. Aber TT werden den Tower hier verteidigen, von daher werden wir jetzt hier einen Clash sehen. Wie es aussieht. Auch wenn sich gerade die Leute nicht anschicken, halt wirklich dahin zu gehen. Und nochmal eine kurze Pause, bevor hier die Action losgeht. So. Ein Go. Also TT ist nicht so ganz bereit, das zu deffen. Weil, ja, ihr könnt euch rein TP'en.
Weil der Venomancer kommt halt einfach nicht. Dann müssen sie leider den Tower aufgeben. Und es sieht halt nicht so aus, als ob die hier das wollten. Daher Diskrepanzen zwischen dem Team. Ganz sicher, was sie wollen. Geben daher den Tower leider auf. Lautos Tower sind gefallen, 14 zu 4 für Genuin. Und Genuin bereiten sich langsam für Highground vor. Besonders wenn sie hier sehen, dass sie halt alle TPen. Eventuell könnten sie sagen, okay, Clockwork TPT hin und hält einfach nur Wraith King davon ab zu TPen. Wäre eine Idee, aber ansonsten versucht TT halt einfach noch einen Trade zu bekommen. Wird allerdings schwierig. Also wenn jetzt halt Highground gehen und da kommen die TPs. Nur eins für Venomancer. Geht hier rein, aber Venomancer ist da und kriegt hier die erste Mal die Aegis schon mal down. Ja, fast. Noch ist noch ein bisschen was drin und jetzt ist Switchdog durch. Jetzt steht richtig gut. Aber es ist auch niemand mehr da. Schöner Eispass auf das Ulti, aber leider ist es halt leider ein Ward. Macht sonst nichts. Aber Bottom Tower ist, steht halt immer noch. Ein paar Ultis sind noch drin, allen voran halt das Venomancer Ulti. Ups, da war ich mal reingegangen. Ja, da unten. Zugriff ist mitten von drei drin. Richtig gut läuft das. Und da kriegen sie den Elder Titan down und den Venomancer down. Und auch LeBron ist hier ziemlich low. Also ja, Venomancer ist damit down. Allerdings geht jetzt auch der Necrofrost down. Der Necrofrost, die Aegis und der Skeleth Mage ist bisher der Trade. Und ein paar Buybacks. Das stimmt schon. Aber das ist ja ein... Oh Mann. Das war ein ziemlich lucky Knight, den da auch gekillt hat. War nicht zu unterschätzen. Okay. Ja. Also, lief gut für TDE dadurch, dass die Dev gedefft haben. Allerdings musste sie einige Buybacks dafür verwenden. Und Genuin hat halt keine... Hat keine Ultis, von daher können sie halt doch direkt wieder rein, wenn die TA wieder da ist. Ja, wieder da rein. Eigentlich nicht. Aber es ist Buyback und hat kein Ulti. Nee. Will er nicht rein. Reiten sie jetzt hier vor. 5 Sekunden ist die A wieder da. Könnte es hier durch die Mitte gehen. Ein bisschen Tower Damage ist noch getan, aber nicht genug, um es zu sicherzustellen. Oh, ganz knapp. Wie auch immer sie die Vision hatten, wahrscheinlich durch die Rocket. Oh naja, BKB ist jetzt auch fertig. Danach wird es aufs Aghanims gehen. Und Genuin machen hier richtig Druck. Gehen vorwärts. Aber wollen nicht so ganz rein. In Sekunden ist der Hook wieder ready, dann könnten sie weitermachen. Venomancer ist auch wieder unten, hat aber Ulti. Und auf den Venomancer wird gegangen. Andererseits wird aber auch der Wraith King hier gefunden. Oh, das wird übel. Ah, im letzten Moment dreht er da um. Das ist lucky. Und auch dieser Icepath Mist. Das ist richtig lucky. Und Blink und Safe. Oh, was? Blinder Hook? Seriously? Der hätte auch hier sein können. Oh, Zugraf mit seinen blinden Hooks. What a player. What a player. Krasse Scheiße, krasse Scheiße. Das ist mal Game Sense. Man sieht genau angeguckt, in welche Richtung er geturnt ist. Aber das sind halt Frames, wo du das siehst. Boah. Ja, Wraith King ist down. Hat keinen Buyback. Und jetzt geht's auf den Push. 50 Sekunden sind noch Zeit. Aber die Quick Wave dauert noch einige Zeit, bis sie da ist. Aber immerhin, sie können ein bisschen Druck machen. Was sind, können sie die anderen Lanes halt mit den Rockets rauspushen. Da kommt dann auch das BKB. Darauf werden sie noch warten. Oder ja, entweder mit der ersten oder der zweiten Wave reingehen. Und halt immer ein bisschen Chip-Damage machen. Ja, und dann wird es hier Highground gehen.
Executive kommt jetzt, BKB ist da. Und Suti Beat weg, was? Aber Timing, Mann. Och, wenn ich schon von Timing spreche, dann muss ich auch, muss es doch wenigstens funktionieren, anstatt dass ich das Wort Timing in die Hand bekomme, aber nicht in den Mund nehme, aber nicht weiß, was es bedeutet. Och komm, Leute. Beide Teams tänzeln um sich herum und nichts passiert. Na gut. Außer ein Smoke. Ups, Longshot Hook. Nie den Venomancer, aber der kann raus vor Steffen. Und somit okay, aber hey. Mit einem Arger nimmst, was bald fertig ist. Kann er das öfters tun. Und auch so. Relativ lower cool, dann finden wir den Witch Doctor. Ups. Und der ist ziemlich tot. Und der Wraith King sollte hier schnell blinken. Aber kein Hookshot da. Daher kommt er da ganz gut weg. Und auch schnelle TPs hier oben. Ohne dass sie da drauf treffen. Nun gut. Holen die Creeper in der Mitte wieder zurück. Top-Lane pusht dann von selber da rein. Und hier kommt dann das Arganims geflogen. Letztes Arganims für Clockwork. Und dann sind diese pesky BKBs auch kein Problem mehr. So, vielleicht aber. Wenn wir jetzt hier gesehen. Nee. Nichts, haben wir nochmal geguckt mit dem Game, glaube ich, war das. Aber wir wissen nicht hier am Ende, dass Clockwork da ist. Und finden ihn tatsächlich. Müssen wir aufpassen. BKB ist an. Jetzt ist auch sein Blade Mail an. Hat noch die Delay-Rune, aktiviert sie und versucht hier den Ogre umzubringen. Und zwar ziemlich schnell. Allerdings muss er da aufpassen, dass er nicht darum geht. Was halt sehr gut sein könnte. Und ich glaube, er tickt hier aus. Ich hier nochmal kurz rein. Aber er besiegelt sein Schicksal. Auf der Rücksicht ist aber sein Team gekommen. Andererseits, Scareth Mage geht auch down. Venomancer too strong. Und die Wards machen einen richtigen Damage auf Zoo. Weiß nicht, was das Makrofire sollte. Ich glaube, da war keiner. Aber ja, Wraith King für 2, für den Clockwork. Haben sie ihn schön gefunden. War halt dann so ein bisschen zu weit draußen. Und schön abgewehrt von TT. Die Schlimmeres verhindert haben. Guter Engage, da konnte er. Und der Clockwork nichts tun. Viel benutzt hier, wie man sieht. Quasi alle Ultis sind raus. Und am Ende sind halt nur 3 Leute umgefallen. Na gut. Das ist viel Geld für den Elderteil. Er hat einen Sage. Vielleicht auf den Sage ja schon noch gehen. Einiges an Damage. 140 Bonus für Mitch. Jop, jop, jop. Aber jetzt ist es halt wohl in der Zeit, auf Roshan zu warten. 10 Sekunden sind es noch. Dann werden wir den nächsten Roshan-Fight haben. Vielleicht den letzten, vielleicht aber auch nicht. BT defen ja doch relativ gut. Und Roshan ist wieder da. Keine Wards. Keine Wards, eine halbe, das ist für einen Elder Titan. Das ist natürlich ein sehr gutes Item. Auch wenn die meisten Leute hier BKB haben, außer der Necrophos. Was er durchaus immerhin ein bisschen Damage Reduction ist. Hat halt seinen Haggas, geht auf hart. Ist ganz gut dabei. Und Roshan fällt sehr, sehr schnell. Roshan, Infernal nimmt sich die Aegis, Cheese geht an Su. Ups.
Na, wer nimmt ihn jetzt? Blockwerk nimmt ihn. Und tatsächlich ist auch mehr und tiefer drin, würde ich jetzt mal so sagen. Hinweisruhen für Jakiro. Er findet hier einen Elder Titan, aber... für den Ice Path. Slow, aber mehr ist da doch nicht. Es ist keine Old Scepter da. Wodurch er da irgendwie länger den kontrollen könnte. So, Griefwave ist da. Ja, mal schauen. Muss jetzt reinkommen. Wraith King Split Push und TP dann jetzt gleich rein. Mal schön hier ein bisschen abgehalten, ein bisschen hochgegangen. TP kommt rein. Pipe ist an. Und now we see some action. Und mitten reingehuckt. LeBrons auf den Venomancer. Venomancer, BKB aus, hat aber nur auf 2. Hat ein bisschen zu früh gedrückt. Jetzt kommt das Witch Doctor Ulti. Es sitzt richtig schön und haut einiges in Damage rein, aber sofort die Leute raus aus dem Venomancer Ulti. Und wieder rein. Mirk hat schon sein erstes Ulti verloren, aber hat sich gerade so rausforstlaffen können, bevor er da die Zeit trifft. Aber jetzt trifft er die Zeit. Kein Buyback dementsprechend. Und Su steht immer noch stark drin. Lebt immer noch, obwohl er einiges in Damage bekommt. Nächste Hookshot rein mit dem Arganims. Triple Kill für Su hier. Und auch noch Killmod geht hier down auf dem Urgemagier. Das ist zu 4. Und das sollten die ersten Racks für Genuine hier sein. Auch mit dem Deso geht das noch durch. Ja. Sehr schön schnell. Mal schauen, ob sie hier mehr machen. Mein Wraith King ist lange down. Und ja. Wollen auf jeden Fall hier mehr. Sollten sie auch haben. Haben wir noch eine Drum Charge, die sie poppen können? Das ein bisschen schneller zu machen. Und haben halt auch einfach noch eine Creep Wave. Aber nicht zu viel. Elder Titan und Witch Doctor gibt es ja immer noch. Und sie sind halt nicht komplett hier. Also wozu Ärger machen, wenn man die erste Lane of Racks erstmal schon mal sicher hat. Und dann das quasi so easy machen kann. ...20.000 Networth. Auf der Templar Assassin 5.600 Gold. Whoops. Reicht nicht ganz. Wenn man vielleicht vorher Damage machen sollen auf den Elder Titan. Na, knapp. Das war gleichzeitig Hook und Zeit wurde benutzt, um zu initiaten. Ja. Vielleicht sollte er aber ja mit der Zeit ein bisschen sparen. Denn wenn er halt einen Sidekick macht, ist das halt durchaus... Das ist halt Rex, weil es so lange dauert. Ah, Jakiro wird, glaube ich, hier Casualty of War sein. Ja, raus die Bienen, not gonna happen. Ich glaube, was ist drin? Irgendwo? Ah, okay, ne. Wir nur schneller zur Basis. Ja, festhalten, 15.000 Net Worth für Genuine, 14.000 Net XP für Genuine, ja. Und an Items einiges draußen, aber Elder Titan ist farmed, Wraith King ist farmed, Venomancer ist farmed. Durchaus Potenzial, auch auf der Seele von TT. Die hat auch so lange aushalten, wie sie es tun. Aber auch Skywraith Mage schon im Rod of AoE. Einiges. TA hat jetzt volles Daedalus, Art of Necro. Das ist halt auch einiges. Rockfox wird auch bald ein neues Item bekommen, 2000 Gold. Dauert noch ein bisschen. Und ja, jetzt haben sie auf einmal hier den Etherite gefunden. Ja, nicht so gut. Ja, aber halt auch ein Scythe-Skill, von daher Buyback vorhanden. Der Wegstart ist relativ, oh, relativ gut. Aber ja, 43 Minuten, der letzte T1 Tower ist gefallen von Genuine, das ist schon einiges. Haben hier das Buyback rausbekommen, wollen aber eigentlich nicht fighten. Werden wohl auf die Aegis warten. Schade für uns,
weniger Entertainment. Aber wahrscheinlich auch sicher für Genuine. Deren Lanes halt auch pushen von selber so. Ist halt nun mal sicherer. Blessings. Twice the torque. Wee. Okay, lassen wir das. Ich glaube, bei dir betrachtet ist nicht so toll aus. Aber naja. Bitch kann halt nicht mehr als 3,3 Mbit. Ich hätte gerne 6. Ah, die Bottomlane ist doch schon relativ groß, muss man sagen. Einiges, was da reinkommt in Megaclips und einiges, wenn das in Damage da rauskommt für den Witch Doctor. Ja, der das auch alleine nicht schafft dagegen. Wir werden schon sehr, sehr mit Map Control zurück in die eigene Basis getrieben. Sieht man halt auch schon. Müssen Bottomlane deffen. Und langsam aber sicher wird halt auch der Hahn immer weiter zugemacht. Oder bleibt halt auch einfach zu. Bin nicht wirklich raus. Müssen halt auch hier Highground stehen. Einfach um nicht geinitiated zu werden. Wenn was Clockwork Cave für Items geht. Pipe ist ja schon da, von daher. Wenger, das ist ein bisschen spät für den Crimson Guard, von daher. Müsste halt entweder ein Hard sein. Oder. Weiß nicht, sonstiges. Ups. Ja, da wollte er nicht. Hat sich Jydra doch dagegen entschieden. War halt ganz knapp, dass der T-Division Range hochging. Ansonsten hätte er vielleicht hier hinkommen können und uns dann werfen können. Dann wäre es für Jydra vorbei gewesen. Ja, the Rotz is strong in this one. LeBron rotzt sich dadurch. Aber, naja, Genuine Dota, was soll ich sagen? Wir warten halt. Gucken halt, entweder bekommen sie Pickoffs oder Roshan. Und entweder beides. Oder halt auf jeden Fall Roshan. Ansonsten, ja. Die Wards stehen gut, von daher. Werden sie halt auch einfach nicht gecatcht. Noch ein BKB jetzt hier für Skywrath Mage. Ach du Scheiße. Alles gegen das Veno-Ulti. Ja, natürlich. Schön denied. Aber eine Minute noch bis Roshan. Von daher werden wir hier hoffentlich dann bald Action sehen. Wenn wir so lange warten müssen. Auf einen Crab und rumgefarme und so. Rumgefarme. Tatsächlich Genuine, die halt weiter runterdippen. Wir haben halt sowohl die. Wir haben das zwar die Midas, aber dagegen spricht halt Map Control. Wenn nicht so viel farmen. Und Mega Creeps unten. Die nicht so viel Gold bringen. Serverwater in der Base ist jetzt vorbei. Bisschen was hängt weg. Wichtig ist halt auch sehr, sehr, sehr dieser Ward hier. Der sich ja schon sehr stark ausgezahlt hat. Wir sind Gem. Nope. Daher. Naja. Dauert halt noch 10 Sekunden für Roshan. Aber an diesem Ward könnte man eventuell sehen, dass Roshan gedacht ist. Angedacht ist. Okay, ja. Wraith King kriegt mit. Okay, ich muss hier weg. Denn Jakibo kommt in seine Richtung hier hin. Der Ward zahlt sich auch schon aus. Ansonsten sieht dieser Ward jetzt hier schon. Okay. Er hat TI4. Sieht ähnlich aus, aber TI4 war früher vorbei. So, jetzt geht's noch schon rein. Und wenn sie hier smoken, wird es auf jeden Fall werden. Aber es kommt kein Smoke, es kommt ein Gem. Und es sieht nicht so aus, als ob sie es verteidigen können. Roshan geht wieder in die TA. Beast wird wieder der Clockwork nehmen wahrscheinlich. Jo.
dann vielleicht jetzt sehen wir einen. Ein Push. Schöner Stomp. Aber naja. Haben wir halt jetzt den Wraith King. Wraith King hat tatsächlich kein EP, muss jetzt dann seinen Midas verkaufen. Aber es ist ja doch schon soweit. Midas verkaufen. Buyback-Status ist vorhanden, aber einer von denen wird natürlich nicht erwecken können wegen Veno. Und jetzt geht er erst los. LeBron ist drin, macht ein schönes Veno, wird hier auch viele. Fängt sich auch schon unter Zeit, die nichts tut. Und Infernal wird jetzt hier vom Ulti relativ weit raus. Die Kim muss hier schon buybacken. Pickt tatsächlich noch aus die TA. Und eine schöne Death, dass sie hier quasi Aegis und einen Jakiro verlieren. Gegen, ja, basically nichts. Super gefightet. Und, aber sie versuchen es nochmal. Die Ultis sind down, Veno Ulti ist down, First Splitter ist down. Schöne Force Steps, die eingesetzt werden, aber jetzt ist der Zugraf da. Aber Force Step ist auch wieder vorhanden und macht da Schlimmeres für mich. Ist doch tatsächlich von diesem Blakeboard eingeblockt. Das ist ja bitter hier. Wraith King geht in all dem down. Hat noch ein zweites Leben. Und, ja, nächster Versuch, nichts passiert. Oh, schöner Cheese. Wraith King BKB ist jetzt auch aus. Oh, es ist ein lauter Soundeffekt. Ja. Hittet hier. Wraith King ist immer noch weit vorne, aber. Initiation. Vielleicht ist Glockwick hier ein bisschen weit weg. Aber hat doch. Hookshot hat die komplette Reichweite bis hierhin. Na gut. Wir warten hier. Finden LeBron. Und der nächste Ulti ist wieder ready. Glockwick müsste jetzt reinkommen. Wird wahrscheinlich jetzt langsam. Nicht sicher, würde gerne den Crimson Guard vorbeilassen. Also sind halt auch auf dem Heimmarsch, den Jokio ist jetzt schon mal weg, hat keinen Ball weg und auch Su stirbt hier noch. Das ist bitter. Dominating Spiel für 500 Gold. Es sieht nicht so aus, als ob sie heilen können. Wir haben jetzt hier ein bisschen Damage auf den Rex gemacht, aber wenn nur ein Ball weg und zwei Deaths und die Aegis, das ist halt nichts. Ja, TT Lebenszeichen. 12 Kills vorne. Knapp 20.000 Gold hinten. Knapp 15.000 Gold XP hinten. Und trotzdem passiert nichts. Und ja, wie es schon geschrieben wird. Also ich sehe nur 10 Minuten, aber das sieht ziemlich halt auch aus. So, okay. Weitere 10 Minuten auf Frosch warten. Genuine können nicht reinpushen. Aber auch TT können halt auch nicht raus, sonst Over können mitten sie halt. Aber. Solo-Kills auf dem Elder Titan kann immer passieren. Aber hier kommt ein Big. Ah, das hätte vielleicht nicht tun sollen. Oh Gott, 40 Leben. Sehr, sehr bitter. Okay, hat eine Invis-Rune, aber kam nicht rechtzeitig dahin. Ja, ist über den River gekommen. Hat ein bisschen Extend. Hat gegoat. Das war ein Fehler. Ups, was war. Befug! Ja, suddenly ist auf einmal Wraith King gepoppt anhand dem Blade Mail anscheinend. Und stirbt hier tatsächlich komplett. Buyback ist natürlich vorhanden, aber ups. Suddenly. Ah, Hook. Oh, nicht so ganz auf Cooldown. Aber. Ah, wer schreibt das jetzt? Das Scarith Mage sollte jetzt schreiben: You left Comfort Zone Wraith King. Aber hey. Na gut, Witch Doctor Agnes. Okay, das ist das Große. Hast du noch keine Level 16 Ulti? War die 30 Damage. Das könnte jetzt das Große sein, denn das hat eben schon einiges gemacht. Und hat tatsächlich eine Reichweite gehangen. Das jetzt. Wenn es jetzt so ist. Die Genuine werden jetzt hier nicht High Ground gehen. Denn. Clock fehlt und Scarith Mage fehlt. Das ist ein bisschen wahrscheinlich, dass sie Buyback hat. Minimancer ist immer okay, da sie Frostlaps haben. Dann kann das hier wahrscheinlich mit seinem Wars halt auch mal einer deffen. Den Stomps immer wieder rein. Aber niemand will halt wirklich rein, sie wollen halt einfach nur gucken, dass der Wraith King kein Buyback verwenden muss.
Wir werden unten rein, jetzt sind wir Clockwork drin. Ich habe die Zeit ist draußen, alle T1000 sind draußen. Und oh, LeBron kriegt hier einiges in Damage, geht down. Und jetzt kommt das Ulti und es ist richtig groß, macht Damage ohne Ende. Aber jetzt wird es doch noch abgebrochen. Alle sind low hier, Venomancer Ulti tickt jetzt dementsprechend aus. Rugraf ist low, wird hier wahrscheinlich noch down gehen. Wird hier jetzt down geht. Zu kriegt noch gerade so den Kill hier auf den Elder Titan. Aber Triple Kill für LeBron, der schon lange tot ist. Was er gebuybackt hat. Oh, was ein Fight. Wir haben nur Elder Titan down bekommen. Und das Witch Doctor hier hat einiges an Damage gemacht. Ja, aber eine Rex haben sie bekommen. Immerhin etwas. Die Frage ist halt, wie weit das... Ja, wir sind 54 Minuten, so langsam... Eine Rex ist ja nicht mehr so alles. Dabei wechseln vorhanden. Klar, sie müssen ja eh auf Rohstand warten. Aber schöne Def hier von Tiny Team. Und sie wollen jetzt definitiv den Tower haben. Ja, vielleicht ein bisschen früh. Ja, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Noch ein Nitornado hier. Jetzt hier im Nichts, oder? Ja, das ist im Nichts. Sehr gut. Naja. Highground sollten sie nicht gehen. Das wäre ein bisschen greedy. Aber immerhin, machen ein bisschen Damage auf den Tower. Zeigen, dass sie noch da sind. Dann versucht, Buybacks zu forcen, aber... Nee. Ist nicht. LeBron mit dem Ultimate... Orb wird wahrscheinlich im Hex gehen. Noch ein Basilius zu ersetzen und noch eine Midas in dem Sinne. Und ja, volles Hex für den Venomancer und AC für den Elder Titan, der dann drin sein wird und minus 5 Armor sollte erst danach nach Bespiel kommen. Das heißt 0 Armor und minus 5 auf alle oder was? Uiuiui. Aber auch sonst, Armor auf alle ist nicht so schlecht. Ich bin nicht sicher, wie weit sie das halt wirklich noch aushalten können. Weil der Witch Doctor Ulti macht super Damage und es kann halt immer noch skalieren. Erst Level 2. Wenn sie dann nochmal so einen guten Teamfight hinbekommen, ist es gut natürlich, wenn sie einen schlechten Teamfight hinbekommen. Ist es GG für sie. Buyback-Status seht ihr, wir haben noch einen Wraith King Buyback, sonst nichts. Das ist halt so, ja. Die T können aushalten. Ich habe sie auf jeden Fall in sich, aber wenn sie halt einen schlechten Teamfight haben, dann... Tja, dann ist es halt auch schnell, sehr, sehr schnell GG. Roshan in einer Minute. Und wieder Genuine. Farm den gegnerischen Dschungel. Aber diesmal werden sie vielleicht gesmockt werden. Aber keine konsistente Bewegung hier zu sehen von TT, die sich hier unsicher sind, wo sie hinwollen. Und im Endeffekt nichts finden. Was wahrscheinlich auch besser ist, denn Highground Deffen können sie nun mal sehr gut mit dem Witch Doctor Ulti. Ja, Roshan contesten wäre natürlich optimal, aber weiß nicht. Klingt nicht sonderlich vielversprechend. Dass sie halt wirklich zu Roshan kommen und dann in Roshan einen guten Fight hinbekommen, ist sehr unwahrscheinlich mit den Anzahl, also mit den Traps, die hier verteilt sind, mit dem Scout, den sie haben, einfach durch die Rockets und halt auch einfach mit dem Zeichen, okay, niemand deft. Wo sind sie wohl? Ich glaube, sie kommen zu uns. Und dann haben wir auch ziemlich viel draußen. Im Prinzip ist auch der Clockwork eigentlich, erst auf der abgestellt hat, einfach nur noch den Witch Doctor zu ultien. War das jetzt ein Bait? Wir machen Roshan und baiten? Nee. Da hat dann Double Damage Rune, natürlich. Ja, warum nicht? Scheiße. 1300er 6. Da wird er gedroppt. Und Naegis. Und wieder der Cheese geht an Clockwork. Der auch BOTs hat und so langsam noch 6 Leute ist. Wenn er danach erstmal auf den Hard holt. Und dann noch Buyback erstmal. Und der Push durch die Mitte kann wieder beginnen. Wenn sie jetzt hier noch die Mini-Rex bekommen.
Dann ist es schon einiges, dann können sie halt einfach nur noch die, ja, die Range Tracks irgendwie ticken lassen. Ein Suiciden. Bei Mega Creeps. DT hat halt nichts, um wirklich Mega Creeps zu farmen. Daher glaube ich mal, dass DT nicht sich gegen Mega Creeps bestehen kann. Und solange Generin hier Buybacks hat, was sie halt haben, dann sollte es eigentlich okay sein. Immer nur noch Wraith King, der Buybacks hat. Witch Doctor ist nah dran, aber noch nicht ganz. So, wieder schön dieser Arc hier. So. Ich glaube, diese Kameraposition ist ziemlich gut gewesen, nicht mehr weit. Auch Witch Doctor gut, dass er jetzt sehr weit hinten ist. Diese Range von diesem Ignite ist so ewig. Okay. Prepare to teamfight. Oder auch nicht, weil diese Wards einfach zu viel sind. Wahrscheinlich warten sie einfach nur bis hier oben die Lane reinpushen und rotieren dann nach oben. Oder nach unten. Ah, Gale. Trifft nicht ganz. Tja. Dann haben sie nach oben TP'en. Clockwork ist da. Aber jetzt Pipe an. Das heißt go. Geht schon mal raus. Aber Shakiro wird da reingeforstet. Schön gemacht davon. Aber jetzt ist LeBron da. Die X geht direkt raus. Und Witcher Cold hier sitzt gut. Es sitzt gut. Es sitzt gut. Und macht einiges an Damage. Aber es bounced jetzt nicht mehr. Jetzt bounced es wieder. Ach du Scheiße. Und jetzt ist Clockwork da und bricht es ab. Aber der Schaden ist schon quasi getan. Aegis ist gepoppt. Clockwork. Der Witch Doctor überlebt das Ganze hier noch. Ah, Mejak geht hier wieder down, geht komplett down. Buyback ist jetzt draußen. Und Venomancer ist halt down für 20 Sekunden. Die Milirex sind jetzt fast down. Sind jetzt down. Necro ist down. Das ist das Beginning vom Ende. Wraith King ist low, geht jetzt hier down. Templar Assassin too strong. Cast bounce gut. Aber. Okay, wir das jetzt hier, die Milirex down sind, Top Rex sind down, Mega Creeps sind jetzt da. Also haben sie genug gerettet. Nehmen jetzt hier noch Killmot, der nach Buyback hat, also ein Dieback für Killmot hier. 60 Sekunden auf Cooldown und wir sind ein paar Sekunden vom GG entfernt. Wir haben richtig cheesy das Ding runtergespielt. Richtig knapp hier, also richtig, nicht langweilig, aber halt. Richtig dafür gekämpft und keinen Fehler gemacht. Ich habe es versucht. Und TT haben so gut dagegen gekämpft, aber sollte nicht sein. Hat im Endeffekt dann nicht gereicht. Und was? Also, TT haben hier richtig gut gegengehalten. Das sind die Grafen, die halt schon sehr lange unterhalb der 10.000 Gold waren. Wollen hier nicht ganz aufgeben, TT. Also, sie wollen unbedingt, dass der Thron fällt, aber das ja. Geht relativ schnell mit der TA. Mit dem Beso dann natürlich wenigstens Damage machen. Aber ziemlich viele Sets hier oben. Das splittert nochmal schön. Da rein. Und ja. Wunderschön gespielt von Genuine und wunderschön. Ja. So fröhlich war das eigentlich nicht. Eine Menzer Gaming. So fröhlich war das eigentlich nicht, aber vielleicht meinen sie auch was anderes. Vielleicht meinen sie halt irgendwie cheesy oder blödes Gaming. Kann auch gut sein. Ja. Genuine Dota 2-0 gegen TT. Konnten sie machen, was sie wollten. Ging nicht ganz zu Ende. Hauptsächlich wahrscheinlich im Witch Doctor, Level 15. Vielleicht hätten sie dem mehr Space geben können. Dann wäre das Ulti ja, früh rausgekommen und dann hätten sie vielleicht dann turnen können. Nun gut, das beendet diesen Tag, beziehungsweise dieses Wochenende der Thinkfast Razor League. Die Gruppenphase 3 von 5 hatten wir. Nächstes Wochenende ist 4 und 5. Von 5. Somit halt die letzten Plätze werden geklärt. Bisher sind wir in der Hälfte oder knapp über der Hälfte, ist nicht so viel klar. Aber nächste Wochenende wird sich entscheiden, wenn die Playoffs kommt. Von 8 Teams, die da hinkommen. Bin gespannt. Genuine haben auf jeden Fall gute Chancen, da hochzukommen, zusammen mit Ryze, die auch in der Gruppe C, B oder so sind. In der Gruppe B. Gut, ich bin Susan Dota. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, subscribe und Twitch, subscribe und Twitter. Ja, und subscribe und YouTube. Da werden die Videos auch alle kommen.
Ich sag auf Wiedersehen und hoffentlich bis Samstag um 17 Uhr europäische Zeit. Bis dann, ciao.